Hi Leute, willkommen mal wieder hier auf und aus live. Und zwar bin ich letzte Nacht durch Casey Neistat auf zwei Jungs aufmerksam geworden. Den Jungs von One List, One Life. Es handelt sich dabei um einen Jungen, der krebskrank ist und höchstwahrscheinlich leider nur noch 12 Monate zu leben hat. Und um seinen besten Freund, der extra für ihn die Highschool verlassen hat, um das letzte Jahr nochmal so richtig Sachen zu machen, die sie schon immer mal in ihrem Leben ausprobieren wollten. Damit ihr euch das besser vorstellen könnt, hier nochmal ein kleiner Ausschnitt von deren YouTube-Kanal. Schaut mal rein. Back in fifth grade, my best friend Chris was diagnosed with cancer. He spent many months battling it and eventually, a 12-year-old boy was able to overcome one of life's most difficult challenges. And he was stronger because of it. In sophomore year of high school, Chris woke up to the news that his sister had taken her own life. After getting through many months of emotional chaos, Chris overcame this period of his life. Last month, my best friend called me and told me he was dying. Chris called and told me that his doctors said there's no more options. His cancer is mutated, and this time I don't think he can overcome it. He said he's afraid of not being able to experience the things he wants to in life. At that very moment, I decided that I'd drop out of college and I'd do everything in my power to allow him to experience his one list and his one life. At the very least, we can come together and we can allow Chris to experience life while he still can. This is the beginning of our list. This is my best friend. Ja, und hier haben wir die Liste. Die könnt ihr auch im Internet finden unter mybestfriendslist.com. Und die Liste hat halt 126 Punkte. Da sind so Sachen dabei wie einmal Gewichte stemmen mit The Rock. Aber auch sehr viele wohltätige Sachen, wie zum Beispiel mal einer alten Dame über die Straße zu helfen, bei einer Burgerkette 100 Burger zu kaufen und die dann Bedürftigen zu geben. Also richtig coole Sachen dabei. Und wie man hier schon sieht, die haben schon viel auch abgestrichen. Sie haben auch Herr der Ringe komplett die Trilogie einmal durchgeguckt, von Anfang bis Ende. Daraufhin hat sich sogar Peter Jackson bei den Jungs gemeldet. Hello Chris, this is Peter Jackson, just sending you some well wishes from New Zealand. Like that was just special. Yeah, that was not prepared for that. Thank you. Ihr könnt die Jungs unterstützen, indem ihr ihnen einfach über Patreon oder GoFundMe Geld spendet. Ne, die ganzen kleinen Reisen, die die Jungs unternehmen und so, die kosten ja auch Geld. Oder begleitet die Jungs einfach auf ihren Weg, folgt ihnen über YouTube, Instagram, Twitter. Teilt ein Video von denen mit euren Freunden, mit der Familie. Das sorgt ja auch schon dafür, dass sie von mehr Menschen gehört werden und ist auch schon eine große Unterstützung. Und jetzt zurzeit sind sie gerade bei Punkt 4. Einen Weltrekord aufstellen. Und zwar wollen sie es schaffen, die meisten Anmeldungen zur Knochenmarkspende an einem Tag zusammenzubekommen. Ganz wichtig dafür, sie benötigen mindestens 3000 Anmeldungen und es muss alles an einem Tag stattfinden, und zwar am 1. März. Das Ganze soll über das National Marrow Donor Programm stattfinden. Das ist wohl die größte Spenderdatei weltweit, hat ihren Sitz in Amerika. Was aber auch gut für uns ist, sie haben auch Partner in Deutschland und da habe ich auch zwei Kliniken gefunden. Ich habe dort auch nochmal angerufen. Okay, ich komme durch. Ich rufe gerade hier in Düsseldorf an. Schönen guten Tag, Udo Wendorf mein Name. Ich bin jetzt gerade durch Be The Match auf Sie gekommen. Da ist gerade sowas online unterwegs, dass man spenden soll weltweit. Ich wollte nur was zum Ablauf fragen. Was müsste ich da auf mich nehmen? Müsste ich dann 2 Tage bei Ihnen in der Klinik verbringen? Okay, super, dann weißt du Bescheid. Dann kriege ich erstmal diese Q-Tipps ähnlichen Dinger dazu geschickt, ne? Und, ist ja eine gute Sache. Naja, ich werde mich da anmelden, dann weiß ich Bescheid und vielleicht sieht man sich ja dann. Prima, danke. Ja, tschüss. Ihr müsst euch wirklich klar sein. Es ist ein medizinischer Eingriff, ihr kriegt eine Narkose, das beinhaltet immer auch ein Risiko, aber ihr könnt ein Leben damit retten. Bewerben tun die Jungs gerade ihren Rekordversuch im Internet mit der Lemons for Leukämie Challenge.
Dabei soll möglichst kreativ der Saft aus einer Zitrone gepresst und getrunken werden. Frei nach dem Motto, gib dir das Leben eine saure Zitrone, mach Limonade daraus. Ja, und hier sind wir nun bei meiner Zitrone, so wie es manchmal kommt im Leben. Nimm es hin und mach das Beste raus. Das war's. Leute, ich bin durch. Vitamine. Und ich nominiere Felix Wackermann von Travel and Nature, Lars von HowTube und Chris von FPV Chris. Ciao.